Hallo Leute, willkommen bei Session Music. Heute stelle ich euch was ganz Cooles vor. Fender Special Run, Precision Bass Special, da ist er, in Seafoam Metallic. Jungs, ein Hammerteil, bitte sehr. Hält da aus, guck mal. Leute, willkommen im Basskanal von Session Music. Heute haben wir das hier. Das ist ein Fender Precision Bass aus der Special Run Serie. Fender baut immer irgendwelche Bässe in speziellen Serien. Da blickt keiner mittlerweile durch, weil es gibt einfach mittlerweile so viele. Aber hier, das Allerneueste aus der Fender Schmiede. Made in Mexico, ein Fender Precision Bass Special. In Seafoam Metallic mit einem Maple Neck. Das ist eine mördermäßige Farbe. Kommst du dran hier? Das ist cool, ne? Hier, der Pick gehört natürlich nicht dazu, aber ist nur einfach nur für mich da dran. Alright, Leute, das ist wieder mal was ganz Spezielles vom Fender. Ein Bass, der irgendwie, ja, möglicherweise auf Kundenwünsche oder halt einfach aus der Schmiede von Fender irgendwie entwickelt wurde. Wir haben hier einen Precision Bass Korpus. Mit einer PJ-Bestückung und einer Dreibandklangregelung. Einen Maple Neck, All Maple, hier schön mit dem typischen Skunk Stripe auf der Rückseite. Mit Block Inlays, das bedeutet letztendlich ist es so, eine, ja, so ein Mix aus 60-Farbe und 70s-Hals und ja, aktive Elektronik. Also es ist wirklich so von allem irgendwie so das Beste zusammengemischt worden. Fangen wir mal mit dem Korpus an. Der ist hier aus Erle. Das heißt, sehr, sehr guter Sound von vornherein. Der Hals ist aus Hauern. Ja, ihr seht, typische 70er Jahre Block-Inlays und Binding in Schwarz. Das ist so ein Hals, der vom Maß her, würde ich sagen, so wie ein 70er Jahre Jazz-Bass. Ja, da kommt so, ja, so ein Jazz-Bass-Feeling auf. Hier so relativ dick, schon ein richtiges C hier. Aber alles sehr solide, ordentlich griffig. Vier ganz normale Mechaniken, Seitenniederhalter, alles wie gehabt. Hals lässt sich von hier oben einstellen, mittels Imbusschlüssel. Ja, ansonsten hier ganz normale Precision-Maße, 20 Bünde, PJ an der richtigen Stelle. Wir haben hier eine High-Mass Bridge, das war so eine etwas modernere Brücke, die so ein bisschen mehr Gewicht hat. Die Seitenreiter sind mehr oder weniger hier arretiert. Sieht alles sehr, sehr solide aus. Der Bass kam so vom Fender, war schon optimal eingestellt. Daumen hoch dafür. Ansonsten Bestückung vom Tonabnehmer ist ganz normaler Spitcoil Fall Precision und hinten ein Noiseless Jazz Bass Tonabnehmer. Auch keine Raketentechnik. Der Bass funktioniert nur aktiv, das bedeutet passiv ist nicht. Dafür muss man hier dann die Batterien einfach wechseln oder reintun. Wir haben Master Volume. Wir haben einen Balance-Regler für die jeweilige Einstellung. In der Mitte beide, nach vorne in Uhrzeigerichtung. Halstonabnehmer gegen Uhrzeigerichtung, den Drehtonabnehmer. Dann haben wir einen Doppelpotty. Unten der Ring ist für Bässe zuständig. Man kann hier bis 18 dB anheben, das ist ordentlich. Der obere Ring ist für die Höhen, ebenfalls Boost oder Cut, plus minus 18 dB. In der Mittelstellung, wo es einrastet, keinen Beeinfluss. Und dann haben wir einen Mittenregler. Der Mittenregler arbeitet etwas feiner. Das bedeutet, er hat eine etwas kleinere Anhebung oder Absenkung. Plus, minus 12 dB, das sollte eigentlich für alle Fälle reichen. Die Buchse sitzt hier seitlich. So typische, ne, ihr seht es, wunderbar. Peters ist drauf. Ja, guck mal hier, ganz normale Buchsentsage. Der Bass ist an für sich, ich würde mal sagen, so 3,7 bis 3,8 Kilogramm schwer. Ganz normale Fender-Manier.
hat einen sehr, sehr ordentlichen, drahtigen Sound. Die Kontrollen sind jetzt absolut flat. Das bedeutet, man kann wirklich... Ja, kann man auch machen, wenn man es braucht oder vor allem, wenn man es kann. Ich kann es leider nicht so richtig. Vorne Tonabnehmer, Precision ist. Schön rockig mit Plektrum, also auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Die Elektronik ist sehr, sehr feinfühlig. Der Höhenregler kann wirklich bissig werden. Ganz glasklar. Mit dem Plektrum. Ein bisschen dumpfer, geht auch. Sorry, ich habe Plektrum im Mund. Der Bassregler ist brutal. Peter, wirst du wahrscheinlich jetzt hier ausrasten beim Pegeln. Sorry, tut mir leid, das ist halt der Bass, ich kann nichts dafür. aber die zwei Regler sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Der wichtige dieser Regler ist jedoch hier der Mittenregler. Damit kann man wirklich den Gesamtsound des Basses... Man kriegt so einen richtig schönen, hohle, so einen hohlen, kehligen... Oder halt den richtig... Merkt ihr gerade, ersetzt, ich habe wirklich nur den Mittenregler weggedreht und schon ist der Sound... fast komplett weg. Also das ist wirklich sehr, sehr feinfühlig. Ich würde empfehlen, diesen Regler sehr, sehr fein zu dosieren. Von Haus aus kommt dieser Bass aus der Special Run Serie sehr, sehr mittig rüber. Ich würde ihn empfehlen für Rockmusik, Soul und Funk auf jeden Fall. Jazz, naja Gott, wenn es sein muss, kann man auch. Aber bedingt durch diese aktive Elektronik neigt er eher zu moderneren Klängen, obwohl er rein vom Look her doch sehr, sehr Vintage-mäßig aussieht. Wie gesagt, der Bass verbindet so einige Stilistiken der letzten 40 bis 50 Jahre. Die Farbe Seafoam Green kommt aus den 60ern. Metallic ist eine moderne Variante. Der Hals, Maple Neck mit Block Inlays, das war so eine Geschichte, die gab es halt in den 70ern. Und diese Maße hier, die erinnern doch sehr, sehr stark an End-60ern, Anfang-70er Jazz-Bass-Hälse. Leute, das Teil haben wir im Laden startbereit. Wenn ihr wollt, kommt vorbei, testet. Im Preis ist eine coole Tasche von Fender mit inbegriffen. Wie ihr wisst, wir haben ja 33 Tage Rückgaberecht. Nein, 33 Tage Money-Back-Garantie. Und 66 Tage Umtauschrecht. Das bedeutet, Leute, kommt vorbei, testet das Teil. Möglicherweise kommen noch andere Farben aus dieser Serie. Das ist der erste. Wir haben das Ding am Start. Leute, ich warte auf euch. Hier, das hält immer noch raus. Guckt das mal an. Cool verschraubt, hier 4 Punkte. Der Hammer. Okay, Leute, macht's gut. Ciao.